Was mich nur irritiert hat, Andy Borg. Andy Borg war ja gerade da. Können wir bitte Andy Borg noch mal sehen? Habt ihr ein Bild da? Andy Borg. So, und jetzt gucken Sie mal Andy Borg an. Ich finde, Andy Borg sieht mehr und mehr aus wie Bilbo Beutlin aus Herr der Ringe. Oder? Ich bin mittlerweile so weit, ich möchte beide Fußpaare sehen. Und ich wette mit Ihnen, Andy Borg hat haarige Füße. Auf jeden Fall. Größter Unterschied zwischen Andy Borg und Bilbo Beutlin? Hobbits hören gerne gute Musik. So, aber bei Andy Borg gibt es tatsächlich was Neues. Und das hat uns sehr gefreut. Und zwar, die haben das Studio umgebaut. What? Ja, ihre Gebühren. Und zwar, und jetzt halten Sie sich fest, die haben jetzt eine Tür. Und ja, und das wusste der Andy gar nicht. Was ist das denn für eine Tür? Ist die neu? Alma, ist die? Die ist neu, ja. Okay, und was ist? Ist halt eine Tür. Super. Ich sag's gerne noch mal, Ihre Gebühren. Okay, aber diese Tür ist natürlich keine gewöhnliche Tür. Nein, 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 nein. Denn was jetzt kommt, damit hätten selbst die Ehrlich Brothers nicht gerechnet. So lieb wäre, gerade würde ich fragen, ob... Was war das jetzt? Tja, ich glaube, das war deine neue Tür. Es hat geklingelt. Ja. Soll ich aufmachen? Mach doch mal auf. Ich komme gleich wieder. Ich lege mein Mikrofon hier hin, ja? Tür aufmachen gehört jetzt auch noch zu meinen... Ist niemand. Guck mal noch mal weiter. Haben Sie das auch gesehen? Und der Oscar für die besten Special Effects geht an jemand anderen. Eine Tür. Vom Timing her würde ich sagen, auf der Annalena Baerbock-Skala ist das eine weitere Null. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Als er rausgegangen ist, habe ich für einen ganz, ganz kurzen Moment gehofft, vielleicht kommt er nie wieder rein. Vielleicht ist dahinter die Unendlichkeit und er ist weg. Aber nein, er ist zurückgekommen. Was war das? Da ist ja eine Tür. Oh, Wolfgang! Soll ich da mal hingehen? Ich glaube, ich gehe da mal hin. Da wollen wir doch mal gucken, was hinter der Tür ist. Ja, hier ist nichts. Soll ich da mal durchgehen? Ich gehe da mal durch. Ich glaube, ich habe den falschen Outfit an. Wirklich? Verstehe ich nicht. Komme ich mir vor wie der Andy Borg von ProSieben. Auch kein schönes Gefühl. So sieht's aus.